Vorzugsweise ohne Freunde und Familie. Keine Bedingung. Hey da, Fremde. Ich bin Wilgund. Suchst du hier eventuell eine Arbeit? Ha, gute Scherben. Genug für ein Gewand, das besser zu dir. Okay, Schluss damit, wenn ich dir zuhören soll. Ich meinte nur eine wohlgeformte Frau, so wie du. Es kursieren Gerüchte über ein Banuk-Lager. Zahme Maschinen, heißt es in den Gerüchten. Also heuerte ich ein paar Leute an. Nur um das zu untersuchen, nicht mehr. Die Banuk sind gerissen, zugerissen. Ich zahlte im Voraus. Naja, die Hälfte. Und hörte nie wieder was. Und jetzt suchst du jemanden, der deine Männer suchen soll. Das Geld ist versenkt. Das Gerücht ist mir mehr wert. Ist an den Gerüchten über das Lager etwas dran? Die anderen haben nur nach ihrer Bezahlung gefragt. Du bist clever. Das Lager ist sogar zu klein für einen Namen da, wo der Schnee nicht taut. Es heißt, die Banuk leben dort friedlich mit Maschinen. Halten sie sich zum Streicheln, Nutzen, Vorsingen? Wenn das stimmt, und wenn wir das auch könnten, stell dir mal vor, wie wertvoll das wäre für alle Stämme. Mit wertvoll meinst du, dass sie dich dafür bezahlen? Kind, man muss sehen, wo man bleibt. Was weißt du noch über die Banuk? Die Banuk-Frauen. Schneehexen, alle. Kalte Augen, kalte... Sie wählten als ihre Heimat Ban-Ur, im Eis. Eine Unterhaltung mit ihnen ist wie in einem Eisberg zu graben. Sie sind lieber mit Maschinen zusammen. Und deshalb kann an dem Gerücht was dran sein. Dann wollen sie vielleicht nicht, dass Fremde davon wissen. Ha! Mystisches Getue. Keine Besitztümer, kein Luxus? Alles Quatsch! Dieses Volk ist beim Falschen härter als der Frost! Bist du sowas wie ein Händler? Ich sehe gar keine Waren. Na, eher ein Forscher. Aber du schickst andere los, um zu forschen. Na gut, eher ein Opportunist. Kind, Mädchen, Jägerin. Die Welt steckt voller Gelegenheiten. Und sie sind sehr riskant. Doch warum sollte deshalb jemand wie ich auf lukrative Chancen verzichten? Na gut. Ich bin eher ein Spieler. Wenn ich dem Gerücht nachgehe... Du wirst dazu nicht bis ans Ende der Welt reisen müssen. Es ist am Rand des Banuk-Landes, unter dem Amboss des Mondes. Und ganz offensichtlich kennst du ja den Wilden Osten. Den Osten. Wenn es stimmt, dass sie ihr Lager unbefangen mit Maschinen teilen, na, das fällt doch auf, oder? Zahlung bei Rückkehr. So. Kann ich euch vielleicht für eine lukrative Gelegenheit interessieren? Für den Zutritt zur Loge musst du in den drei Jagdgebieten drei Halbsonnen gewinnen. Meinst du die hier? Also dann, herzlichen Glückwunsch und willkommen. Unsere Mitglieder ernten Belohnungen, Abenteuer und Ruhm. Bin ich jetzt Mitglied? Nein, du bist nur ein Küken. Neumitglieder nennt man Drosseln. Um eine Drossel zu werden, muss ein älteres Mitglied, ein Habicht, für dich bürgen. Ich brauche also einen Habicht. Ja, aber ein Habicht kann immer nur für einen Jäger bürgen. Und die meisten sind bereits vergeben. Ich werde das schon schaffen. Wo fange ich an? Oben. Stell dich Sonnenhabicht Assis vor, unserem Anführer, der dich einem Habicht vorschlägt. Ich hoffe, das ist es wert. Wie meinst du das? Wirst du sehen. Bei der Sonne. Das Edikt von König Awad zeigt Wirkung. Es steht eine Nora vor mir und auch noch eine Frau. Hast du Abzeichen für mich?
Was meinst du damit? Aus den Jagdgebieten. Oh, stimmt. Du bist neu. Welches Edikt? König Awad hat bestimmt, dass die Jägerloge jeden aufnehmen muss. Mann, Frau, Fremde, egal von welchem Stamm. Ersa, Hauptmann der Garde, kam her und überbrachte die Nachricht selbst. Da hast du was verpasst. Es war herrlich. Aber ich dachte, man würde ganz einfach sagen, dass Frauen und Fremde sich nicht qualifizieren. Doch du bist hier. Bist du Mitglied? Ich? Nein. Kaja ermutigen ihre Töchter nicht gerade dazu, Maschinen zu jagen. Aber die Veränderungen in Meridian sind gut für mich. Ich glaube, die Osseram wissen nicht, wie man mit Kaja handelt. Mein letzter Boss hätte nicht mal einer Biene Blumen verkauft. Er war zu einfach gearbeitet, wie sie sagen. Dieser Job ist viel besser. Ich glaube, ich kann bald meinen eigenen Laden aufmachen. Wozu willst du meine Abzeichen? Ihr Jäger und eure Abzeichen. Ich nehme sie dir nicht weg. Ich gebe dir eine Waffe, die dich voranbringt. Ja, ich wusste, das interessiert dich. Gewinne Abzeichen bei allen drei Prüfungen der 5 Jagdgebiete und komm zu mir. Ich gebe dir bis zu 3 Waffen. Eine für 15 Halbsonnen, eine für 15 Vollsonnen und eine ganz besondere für alle Glutsonnen. Was mache ich mit den Abzeichen? Gewinnst du bei allen Jagdgebietprüfungen das gleiche Abzeichen, gebe ich dir eine Waffe der Jägerloge. Zeig mir deine Abzeichen und wir sehen nach, ob du für eine der Spezialwaffen qualifiziert bist. Ich habe nicht genug Abzeichen. Kein Problem. Wenn du Abzeichen aus allen 15 Prüfungen hast, bekommst du die nächste Jägerlogenwaffe. Waffen der Loge. Glutsonne. Sprengschleuder. Entschuldige uns. Ah, die Maschinenreiterin gibt sich die Ehre. Du bist eine Nora. Eine Kämpferin der Wildlande. Des Heiligen Lands. Und ja, ich habe immer viel gekämpft. Sag mir, spazieren die Nora oft in anderer Leute Häuser und tun, was ihnen gefällt? Natürlich nicht. Aber genau das machst du. Jetzt gerade. Verpestest die Loge, belästigst Vorgesetzte. Du bist mir nicht vorgesetzt. Ligan sagt, ich muss zu dir, um Mitglied zu werden. Das wäre wahr, wenn du jemals eine Chance hättest, Mitglied zu werden. Du bist eine Wilde. Und solange ich Sonnenhabicht in der Loge bin, werden hier keine Wilden aufgenommen. Verschwinde. Nein. Mir wurde gesagt, dass hier Regeln gelten. Wenn sie nichts wert sind, ist sogar deine Position bedeutungslos. Also sag mir einfach nur, ist ein Habicht frei, der für mich bürgen kann? Also gut, Talana ist frei. Wäre das nicht passend? Abschaum birgt für Abschaum. Jetzt verschwinde endlich. Bist du Talana? Assis sagte, du bist ein Habicht, der noch kein Küken hat. Oder willst du mich auch lieber vergraulen? Schon okay, macht mir nichts aus. Mit Sicherheit. Doch du liegst falsch. Es ist nicht okay. Besonders nicht heute. Was war denn heute? Einer von uns starb im Kampf gegen Rotschlund. Es gibt keinen gefährlicheren Donnerkiefer. Als einmal Bäume, Felsen, Menschen. Das tut mir leid. Das gehört zur Jagd. Assis, was ist das für einer? Er ist der Sonnenhabicht. Der höchstrangige Arsch. Verzeihung, Mitglied. Er erlegte Verwüster, Pirscher, Behemoths. Und? Ich habe auch viele Maschinen erlegt. Und ich auch. Sogar 2 dieser Sturmvögel
Aber er brachte die Trophäen zuerst her. So läuft das hier. Wer als erster die größte Maschine erlegt, wird Sonnenhabicht. Wird in dieser Loge denn auch mal gejagt? Bisher wird nur geredet. Ja klar, natürlich. Du erlegst eine Maschine, dann bringst du die Trophäe zu Assis. So ist klar, dass es dein Verdienst ist. Wie wird man ein Habicht? Wenn ein Habicht stirbt, übernimmt seine Drossel seinen Platz. Egal, was andere davon halten. Wer ist dieser Ligan, der Mann an der Tür? Ligan? Ein Habicht. Er war früher wirklich beeindruckend, doch er kämpft schon lange nicht mehr. Er hilft der Loge auf andere Weise. Nicht wie andere Habichte, die nur Trophäen horten und trinken. Ich möchte jagen, also sag mir, was muss ich tun? Du willst, dass sie ihre Arroganz bereuen? Dann musst du ihre Sprache sprechen. Er legt 3 Sägezähne, 2 Verwüster, 1 Pirscher. Bring ihre Trophäen direkt zu Assis. Das bringt sie zum Schweigen. Wenn ich das tue, bürgst du für mich? Ich überleg's mir. Nur um Assis zu ärgern. Tja, dann haben wir was zu tun. Auf die Jagd gehen. Ich glaube, das nächste, was ich auf jeden Fall mache. Jagen. Aber vorher, da haben wir noch eine Mission. Mal sehen, ob ich da irgendwie hinkomme. Anscheinend komme ich da aber noch nicht hin. Obwohl, doch, ja, doch, doch. Oh nein, was sind das für Kuttenmänner? Du bist Nora. Ich bin der traurige Naman. Es tut mir leid, dass wir uns so treffen. Wie denn? In Trauer. Du trägst sie mit dir, wie einen Talisman. Warte, vergib mir. Du willst keine Wiedergutmachung? Für ein Opfer im Sonnenring? Nein. Ich weiß von den Raubzügen, doch die Kaja schulden mir nichts. Ich verstehe. Tja, ich könnte die Hilfe einer willensstarken Fremden brauchen. Und dann würde ich dir einiges schulden. Diese Leute wollen Verstorbene ehren. Gefallen. Auf ihre Art. Nicht mit Hilfe von Kaja-Riten und Kaja-Steinen. Doch es gibt Hindernisse. Und während Meridian gespannt den Atem anhält, fesseln mich meine Gewänder. Was für Hindernisse? Der erste Pilger ist ein Osseram, der den Königsschrein an der Straße zur Stadt besuchen will. Er wartet jetzt dort, weil ein alter Sonnenpriester keine Heiden dort hineinlässt. Diese Utaru verlor ihre Gefährtin beim Juwel, an einem Teich voller Schnappmäuler. Ein Schrein sollte dort die Maschinen vertreiben. Leider ist er nicht besonders effektiv. Und der Banuk will den Sonnensteig bemalen. Ein Ruf zu den Maschinengeistern, glaube ich. Man muss sie nicht rufen. Der Glanz des Turms zieht Grauhabichte an. Also 2 Schreine von Maschinen befreien und einen von einem Priester? Ich möchte nur etwas Barmherzigkeit und dass sie Gehör finden. Na Mann, Rituale und Gebete bringen niemanden zurück. Nein, aber sie helfen Trauernden, sich zu finden. Sie können Kraft geben, Hoffnung, wie die Sonne. Ich dachte nicht, dass ihr Priester Fremde um Hilfe bittet. Versenge die Sonne nur unseren Stolz. Bis dies nicht getan ist, bin ich kein Priester mehr. Ich habe mir die rote Robe lang ersehnt. Ein Wunschtraum. Doch das Gewand macht uns blind. Wir flüstern Versöhnung und vergessen dabei, dass die Priester des alten Königs die Morde segneten. Die Morde? Die roten Raubzüge? Ja. Und die Opferungen, die noch folgten. Warum ließen die Priester das Blutvergießen denn zu? Manchmal ist uns Kaja die Tradition wichtiger als das, was richtig ist. Oh. Das haben die Kaja und Nora wohl gemeinsam. Du bist enttäuscht von den Sonnenpriestern, wolltest aber einer werden? Ich habe immer zum Tempel aufgesehen. Die Stimme meines Bruders schallt noch in ihm.
Selbst er drang nicht zu mir durch, wie er es auch versuchte. Am Ende. Er sagte, als man uns schätzte, färbte Zinnober unsere Roben. Jetzt sind sie vom Blut gefärbt. Wie das? Die Roben werden weitergereicht. Die meisten alten Priester flohen vor dem Glanz einer neuen Sonne. Und so tragen wir ihre Sünden. Und ich trage schwer an ihn. Wo ist dein Bruder jetzt? Er wartet am Vater Sonne auf mich, hoffe ich. Er sprach sich gegen die Opferungen aus. Als Priester, der den Sonnenkönig anzweifelt, wurde er hart bestraft. Du hast auch jemanden verloren. Mein Beileid. Nein, nicht verloren. Als ich die Robe anzog, fand ich sein Vermächtnis. Ich möchte den Trauernden gerne helfen. Ihre Erinnerung zu ehren, ehrt uns alle. Treffen nur noch und Olin. Tja, jagen für die Loge machen wir zuerst. Mal sehen. Wo ist eigentlich hier der? Da ist einer. Da ist einer. Hier draußen irgendwo. Genau, gehe ich hier hin. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Der Dark war aber doch vorhin schon da. Sachen verkaufen können, Idiot. Ich könnte sonst Probleme geben, mach egal. Unterwegs treffe ich bestimmt noch irgendwie. Vielleicht sogar noch einen Händler. Das kann ich gut gebrauchen. Ja, obwohl, nee, Brennwurzel ist nur für Fallen gut und die nutze ich nicht, diese Fallen. Hm.
man kann nie zu gut vorbereitet sein. Nicht, dass ich ihn One hitten kann mit stillen Schlag. Liegst du gut? Schon kann ich kein Draht mehr. Ist noch 3 Sägezähne, 2 Verwüster. Du bist kein Sägezahn. Hihi. Thank you.
jetzt kommen die auch noch. Ein bisschen zu viel grad. Oh, was war das denn jetzt? Verdammt! Aber gut. Ich gehe ihn erstmal aus dem Weg. Ich hab zu viel irgendwas. Was haben wir denn hier? Als Kind fiel mir das irgendwie leichter. Thank you.
Nee, warte mal, fliegen das? Oh nö. Ich hier. Lagerfeuer. So. Wir müssen noch einen Sägezahn und zwei Verwüster. Zuerst will ich den da hinten. Noch ein Signal? Das Signal muss ganz nah sein. Wenn ich sie nicht erschrecke, kann ich sie überbrücken. Warte mal. Es liegt nicht frei diesmal. Ne? Erster Treffer. Meine ganzen Rohstoffe hier mal. Nein, 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 nein. Nein, die haben mich jetzt sehen aus. Oh, leck mich da. Warum ist hier so ein ekelhaftes Gebiet noch? Wir müssen nur auf den Kopf des Langhalses. Oh, und genau da, wo der Langhals rumläuft. Oh Gott. Habe ich die nervigen Gegner am Hals.
müsste von hier aus auf den Langhals springen können. Lauf schneller, Aloy. Hat nicht funktioniert. Okay, sie ziehen ab. Mann, ihr seid so nervig. Ja, schön, er ist aber schon weitergelaufen, weil ich hier scheiß Kackmaschinen hab. Schnell, dass ich da jetzt... Oder? Die Maschine hat mich gesehen. Dank dir erreiche ich dich hier rechtzeitig. Habe ich recht? Ich glaube, ich kann von hier aus auf den Langhals springen. Okay, jetzt muss ich nur noch zum Kopf hoch. Maladette Maschine. Zwei Verwüster. Muss ich da hin? Was? Wäre ich ein bisschen weit. Aber okay. Let's go.
friedlichen Tag. Euch brauche ich nicht, ihr Schnappmäuler. Nein. Habe ich dir. Ich wette, die haben es auf Schrott abgesehen. Die sowieso nicht so krass gesteckt werden, finde ich scheiße. Ich hoffe, die stacken sich wenigstens im nächsten Teil. Das ist echt nervig. Besonders für jemanden wie mich. Der natürlich alles aufsammelt. Toll, wie komme ich jetzt da rein? Zurück. Oh, wo kommt denn der Sandsturm jetzt her? Verdammter Sand. Thank you.
jetzt werden sie wenigstens nicht mehr morden. Oder ist ein Händler? Nicht schon wieder. Du bist ein Verwüster, dich brauch ich. Noch so einer. Ist da draußen etwas? Verkaufen. Rohstoffe. Wovon habe ich denn eine Menge und wovon brauche ich nicht so viel? Zünder habe ich eine Menge. Verkauf gegen Metallscherben. Das auch.
Haben wir mal den Platz geschafft. Ach. Ich hab sie! Ich sollte das mitnehmen und dann weiter. Wir sind in einem nicht so netten Gebiet. Oh, da ist doch ein Verwüster. Schlechter Tag für einen von uns beiden. Ich glaube, ich sollte hier weg. Kann ich eigentlich überhaupt wegporten, während ich angegriffen werde? Tatsache.